Hey Leute, dieser Moment, wenn man nach Hause kommt und erstmal die drei Kartons, ich hatte ja drei Kartons voll mit Kartons, also mit Papierkram, habe ich jetzt erstmal rausgebracht und sich danach fühlt, als ob man im Schwimmbad gewesen ist. Also ihr seht ja Real und so, ich habe voll geschwitzt, fühle mich wie nach dem Schwimmbad, wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, nicht gut. Also die meisten fühlen sich nach dem Schwimmbad gut, aber ihr wisst, was ich meine. So dieses Gefühl, wenn man halt frisch aus dem Wasser kommt und so klatschnass halt gefühlt. Naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich euch das erzählen, dass ich mein Papierkram endlich weggebracht habe. Und ja, jetzt kann ich das endlich tun, was ich sagen wollte. Yay! Endlich Wochenende und erneut Urlaub. Tatsächlich, ich habe nächste Woche wieder eine Woche Urlaub. Ich habe mir so extra den Urlaub genommen. Nicht wundern, jetzt denken alle so, oh Gott, wie oft auch die Urlaub. Ich habe einfach so meinen Urlaub genommen. Ja, die Story ist eh gleich zu Ende und dann erzähle ich euch noch kurz was und dann muss ich auch schon kochen und so viel machen. Den Haushalt schmeißen ist übrigens auch so ähnlich wie Workout, ne? Also es ist auch, man tut sich irgendwie betätigen. Sportlich war es im Prinzip schon. Ich hatte drei Kartons, ich musste hoch, runter die Treppen laufen und deswegen fühle ich mich halt eben ein bisschen kaputt. Aber ich kann mich jetzt leider nicht auf die faule Haut legen. Irgendwie sehe ich total gelblich aus. Was ist denn mit dem Licht passiert? Irgendwie ganz komisch. Ist das der Lippenstift oder mein Gesicht? Wahrscheinlich, weil es so anstrengend war. Naja, egal, ich tue gleich ein paar Filter rein, weil irgendwie gefalle ich mir jetzt da gerade nicht. Ich sehe total gelblich aus, bin noch nicht so gelb. Naja, also auf jeden Fall, ja, ich habe trotz dessen, dass es so anstrengend war, super Laune, wie immer. Und ich werde jetzt mich um den Haushalt kümmern, weil ich kann mich leider nicht auf die faule Haut legen, könnte man an meinen. Ich habe Urlaub und Wochenende, nein. Sondern mein Vater kommt mich morgen besuchen und dann möchte ich, dass er stolz ist, dass die Wohnung picobello ist. Und das muss ich heute machen. Also irgendwie gefällt mir gerade mein Selfie nicht. Licht, Selfie nicht, Licht. Selfie Licht nicht. Ich werde jetzt gleich euch einen crazy Filter hier reinschalten. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Ich finde den mega gruselig und nicht gut. Aber ich tue ihn mal einmal kurz hier mit rein. Habe ich gerade gesehen, im Instagram hat neue Filter. Also auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Ja, ich muss ganz viel machen. Ich muss wieder mein Bett von den Klamotten befreien, von der einen Hälfte vom Bett. Dann muss ich die ganzen Krimskrams wegräumen, Papier ein bisschen aussortieren. Ich habe wieder neuen Papierkram, den ich in Papier wegschmeißen muss. Aber erstmal muss ich aussortieren. Dann muss ich noch kochen, Küche wieder ein bisschen aufräumen, Staub wischen, ein bisschen mit Zwiffer durchwischen. Ich saug ja sehr oft meine Wohnung, also Staub gesaugt habe ich zwar schon, aber ihr wisst ja, Probleme einer Frau, da muss man immer wieder mal mit Zwiffer durch. Ja, und ansonsten, ja, und dann kann ich mich erst ausruhen und das werde ich jetzt auch auf jeden Fall tun. Also, die Arbeit war sehr anstrengend, deswegen sorry for that, dass ich so richtig langsam rede. Sonst ist man ja von mir gewohnt, so schnell und mit den Händen und ich habe das Gefühl, ich zähle da alles auf, aber ja gut, ich zähle halt Dinge auf, egal. Also ich habe auch gemerkt, ich habe früher schon Stories gemacht, wo ich ganz oft egal gesagt habe. Vor dem Wendler übrigens. Ich habe vor Wendler auch schon oft egal gesagt. Also übrigens, ich habe jetzt noch ganz kurz, damit die Story nicht wieder zu lang wird. Ich habe die Story-Highlights ein bisschen angepasst. Ihr könnt euch gerne meine Story-Highlights anschauen. Da habe ich Werbung drin, da habe ich steht zu euch drin, mögt euch, wie ihr seid. Also ganz verschiedene Dinge. Ich werde da noch Produkte reinstellen. Natürlich unbezahlte Werbung, wo ich schon mal hier euch vorgestellt habe, die ich selber persönlich cool finde. Pinzettenset. Boah, ich habe so viel Zeug gemacht. Also Wahnsinn. Solange wie ich schon Instagram mache, habe ich ja schon so viele Themen durch. Thema Single-Nachrichten habe ich auch wieder reingestellt bei Story-Highlights, für die es sich interessiert. Ich versuche mal bei den Stories gerade zu sitzen, aber ist nicht so einfach irgendwie. Oder ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Naja, ist ja egal. Also ihr Lieben, ja, ich habe mir noch was überlegt. Ich wollte ja eigentlich diesen crazy Nagellack drauf machen, habe ich ja gesagt. Aber da ich da jetzt Urlaub habe die Woche und wenn ich Zeit und Lust habe, dachte ich mir, ich mache wieder Nagelfolien drauf. Ich habe ja gefühlt schon 2, 3 Jahre keine Nagelfolien mehr drauf gemacht, zuletzt. Müsste ich überlegen. Ich hatte auf jeden Fall mal mit Leo Muster, das weiß ich, das war aber 2017 oder 18 und ich habe schon ewig keine mehr drauf gemacht. Und ich habe so viele. Ich habe von Sticker Gigant, ich habe noch von Amazon welche und ich weiß nicht, welche ich zuerst drauf machen soll. Wer die Qual hat, hat die. Ja, nee, wer die Qual hat, wer die Wahl hat, hat die Qual. So rum. Genau. Versprechen kann ich mich. Ja, und keine Ahnung, ich muss dann wieder eine Umfrage starten. Aber wenn ihr wieder 50-50 macht, Leute, 50 zu 50, wie hier, was soll ich da nehmen? Das ist echt so
ungewohnt, ohne Musikuntermalung eine Story zu machen, obwohl ich ja auch als im Auto sitze oder unterwegs bin und auch so Stories machen kann, ohne dass Musik im Hintergrund läuft. Aber ich habe es mir schon... Ich habe mich schon, oh Gott, ey Leute, Katastrophe. Ich habe mich schon dran gewöhnt, so jetzt aber am Fernseher YouTube laufen zu lassen, an meinem Laptop, über den Fernseher oder über den Laptop. Aber es geht ja nicht, weil ich aktuell ja meinen Router nicht habe. Ich habe ihn schon, aber ist kaputt. Ich brauche einen neuen, ihr wisst Bescheid. Morgen kriege ich ihn hoffentlich. Ich hoffe es so sehr. Ich will das Wochenende was am Laptop machen und was gucken, Serien, Filme und so weiter. Und ja, und das ist irgendwie komisch dann ohne Musik. Egal. Was ich euch noch sagen wollte, ich muss kurz überlegen, ich habe wirklich gerade ohne Plan eine Story gemacht oder mache gerade ohne Plan eine Story. Ich habe jetzt auch nichts Besonderes mitzuteilen. Das, was ich euch gesagt habe, wisst ihr Bescheid. Wenn es was Neues gibt, sage ich es euch. Und ja, ich muss jetzt kochen. Ich kriege morgen eine HelloFresh Box noch mit 3 Gerichten und ich habe noch 3 Gerichte von dieser Woche.